Und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer hier im Zeitschrein. Im letzten Part haben wir einfach das Master Sword erhalten. Einfach so ein Kakariko in der Kiste. Mega nice. Es war auch so meine letzte Idee, mein letzter Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das könnte vielleicht noch sein. Da schwebt eine Geisterseele rum. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, ordentlich was abzusahnen, denn wir sind ganz gut vorbereitet für den Tempel. Möchte ich meinen. Wir können direkt hier auch, wir können jetzt auch die, Dingens, das war das letzte Insekt, ne? War das nicht das letzte Insekt, was da hing? 24, zack. Guck mal, da gibt es hier auch direkt eine Schatzkiste. Mit einem kleinen Schlüssel für einen Waldschrein. Das heißt, den Waldschrein können wir jetzt auch beenden. Können wir nicht. Aber ich glaube, das, was für uns essentiell ist, ist hinter der letzten Schlüsseltür. Das heißt, da können wir auch nochmal ein Item abstauben. Müssen wir uns merken. Und hier hinter ist halt eine Geisterseele. Das heißt, wir bekommen gleich am Anfang halt richtig schönen Stuff. Sehr schön. So, dann komm mal her, mein freundlicher Geist. Zack. Und Tschüssikowski. Nummer 47. Ein Herzteil, okay. Schade. Aber besser als Geld, ne? Oder als Wind. Als eisiger Wind. Ja, dann würde ich sagen, Leute, jetzt geht's in den Zeitschrein. Ist das cool? Ich freue mich. Ich würde fast sagen, den können wir auch fast komplett abschließen. Halt wieder fast, ne? Aber ein Boss müsste auf jeden Fall drin sein, weil der Boss ist halt direkt am Anfang. Da braucht man, glaube ich, auch nur den Boss-Key und ich glaube, der Rest ist da vielleicht auch schon getriggert. Okay, schöne, entspannte Haya-See-Musik. Schön, gefällt mir. Ja, guck mal, nämlich der Boss ist hier direkt free. Die Statuen sind nicht schon da, man könnte hier direkt einfach zum Boss gehen. Wir heben uns trotzdem den Boss erstmal fürs Ende auf, oder? Wohl. Ja, komm. Let's go. Auf zum Boss, oder? Ich meine, wir brauchen theoretisch für den Boss den Bogen. Mehr brauchen wir nicht. Ah doch, den Kopierstab. Bogen und Kopierstab brauchen wir. Diese entspannte Musik, ey. Da stimmt's Timing nicht so. Gut. Krieg ich hier noch ein paar Pfeile? Leider nicht. Ich rüste mal noch einen Kopierstab aus und... Let's go. Sollte jetzt auch keine große Schwierigkeit mehr sein. Genau. Hier braucht man noch so eine Statue da drüben. Damit die für uns die Tür aufmacht. Zack. Und dann kann man die ja auch einfach damit bewegen, ne? Ah ja. So war das. So, und dann den nochmal. Und dann einfach runter. Zack, fertig. Hi, meine Kleinen. Schön, schön, schön. Let's go, Leute. Bossfight gegen Panzerspinne Goma oder sowas? I'm not sure. Aber I'm happy, dass wir hier sind. Ich bin wirklich sehr happy. Und es geht einfach direkt los. Und rauf, Junge. Ach so. So war das. Bam. Ist eigentlich auch so ein easy Boss, ne?
So, jetzt kommt einmal Flammenstrahl. Oh. Shit. Miau. Ich wollte mal ein bisschen Licht machen. Zack. Bam. Das noch einmal und dann kommt schon zweite Phase und die zweite Phase ist halt Billo. Sind wir mal ganz ehrlich. Die zweite Phase ist so Billo. Macht er jetzt wieder seine Freunde? So. Alles besiegt. Und Tschüssikowski. Bam. Zweite Phase. Bin mir auch nicht sicher genau, warum man das gemacht hat, weil irgendwie die zweite Phase finde ich... Ich weiß nicht. Useless? Warum? Warum macht man das? Der rennt jetzt halt weg, ne? Und man kann das halt einfach mit einem Bombenfall beenden, glaube ich. Erledigt. Oh ja, Geld! Man freut sich. Und? Ja, ansonsten, das haben wir ja alles beendet. Schattenkristallen, Spiegel, haben wir ja alles vollständig. Was ist das jetzt für ein Item? Gib mir etwas Gutes. Es ist... Nashornkäfer. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Es fehlt keine mehr. Wir haben alle. Und Insekten fehlen uns auch noch genug. Aber ein Käfer ist gut. Hey, wie geil. Einfach Boss weggeklatscht. Ich weiß nicht genau, warum das standardmäßig dann offen ist hier alles schon im Randomizer. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann das jetzt auch nicht einstellen, dass das irgendwie anders ist. I don't know. Bin nicht sicher. So, Geld, Pfeile nehmen wir noch mit. Herzchen, zack, zack, zack. Und dann porten wir uns mal schnell raus. Und jetzt kann halt auch sein, dass jetzt wieder irgendein neuer Teil der Story getriggert hat. Der Zeittempel ist rum. Kann sein, dass jetzt halt City, also Kumula getriggert hat. Und dass wir jetzt mit Ilya in Kakariko sprechen können, beziehungsweise mit den komischen Forscher. Und dass da halt irgendwas getriggert ist. Maybe. So, ist aber auch egal. Wir gehen eh nochmal rein. Denn wir haben noch zwei kleine Schlüssel und können im Tempel schön weit vordringen. Es gibt da noch sehr viel zu tun. Also wir haben da Geisterseelen, Schatzkisten en masse. Können gleich nochmal auf die Karte raufgucken. Also wir haben hier jetzt schon direkt eine Schatzkiste. Da geht's weiter, da geht's weiter. Hier ist nix. Aber hier geht's dann auch wieder richtig weiter. Und da, holy moly, da gibt's ordentlich was zu holen. Sehr schön. Okay. Freue ich mich. Ganz ehrlich, ich freue mich richtig. Auf einen entspannten Zeittempel. Geht das? Kann ich den abstellen? Ablegen. Jo. Da drüben können wir jetzt direkt mit der Fackel halt, den machen. Und ich bin mir halt nicht sicher. Ich glaube halt, ich kann auch jetzt, da ich den Kopierstab schon habe, vielleicht auch einen Schlüssel wieder umgehen.
Können wir schauen. Ah ja, unsere grüne Fackel, wie cool. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Die grüne Lampe. Ja, wenn wir nach Kumula kommen halt, ne, können wir auch komplett machen. Weil kleiner Schlüssel, Items haben wir alle, Boss-Key haben wir. Wasserbomben, ja, ist okay. Die gehen langsam zur Neige. Kann man mal wieder gebrauchen und hier usen wir aber direkt den kleinen Schlüssel. Schade, da ist der erste schon weg. Aber hey, shit happens. So, hallo mein Freund. Ey, so gut, dass wir das Master Sword haben, ey. Ja, wir holen uns wieder ein Wäschen, ne? Eine Blumenvase. Zack. Hä? So. Zack. In jedem anderen Zelda-Spiel geht die kaputt. Herzteil, okay. Hier haben wir halt echt Glück. So. Ist auch einer meiner Lieblingstempel, ganz ehrlich. Ja, ich mag den irgendwie, den Zeitschrein. So, zack. Ich finde die Rätsel cool. Auch wenn die mit der Statue manchmal ein bisschen tricky sind. Aber an sich sind sie cool. Ba-ba-ba. So. Dann hier die nächsten Schatzkisten. Mega. Geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Ich bin begeistert. Wir brauchen halt nur mal wieder was Nützliches. Ein paar Schlüssel-Items und so. Jo. Ja. 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 Sehr schön. Perfekt. So. Das Ding hier einmal. Zack. Schatzkiste. Geil. Geil. Das heißt, in der Schattenwelt können wir dann auch durch. Wir können Schattentempel jetzt auch komplett machen. Jo. Es läuft, Leute. Das heißt, wenn wir die Wüstenburg haben, Schattentempel, let's go. Es läuft sehr, sehr gut, Leute. Frage ist halt nur, Wüstenburg müssen wir erstmal abschließen, ne? Da brauchen wir einen Boss-Key und so. Wird wahrscheinlich noch in den anderen Dungeons verteilt sein, nehme ich mal stark an. Dürfen wir auch nicht vergessen, nochmal im Waldtempel vorbeizuschauen, weil wir haben jetzt halt auch einen neuen Schlüssel. Ah ja. Zack. So, da ist die Geisterseele. Das ist ein bisschen tricky, da müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. So, normalerweise mache ich das immer so, dass ich dann mit dem großen Dingens da einfach... Aber das müsste ja so auch gehen, oder? Theoretisch. Wenn wir diese große Statue haben, die man dann später durch den Raum tragen muss, mache ich das eigentlich immer so, dass wir damit die ganzen Tore kaputt machen. Aber es scheint so auch zu gehen. Und da haben wir die Nummer 48 und Geld. Schade. Genau. So. Die muss ich jetzt besiegen, ne? Kann ich da von oben einfach reinjumpen? Hi. Jo. Der war gut. Der war ja richtig nice.
auf ein neues. Hallo. So, tschüssi. Okay. Aber ich glaube, normalerweise kann man da einfach rein. Vielleicht muss ich noch weiter hoch. So, warte, ich nehme mal kurz den Greisel dazu. Nee, von hier komme ich auch nicht rein. Aber doch, hier kann ich. Das kann ich runter bewegen, ne? Das müsste eigentlich kein Problem sein. Genau. Jetzt kann ich hier alle töten. Und dann passiert, glaube ich, irgendwas. Oder geht da nur die Tür auf? Also das Elektronetz weg. Mann, rennt doch nicht weg. Im Bosskampf eben seid ihr auch nicht weggerannt. Da war der mutig, ne? Meine Güte. Ist ja belastend. So. Herzchen. Mach ja keine halben Sachen. Beyblade. Let's go. So, und der letzte. Da müsste jetzt das hier weggehen, ne? Jo. Was das jetzt für einen Sinn hat, weiß ich aber auch nicht genau. Warum sollte man das wegmachen? Aber man braucht jetzt hier so Statuen, ne? Glaube ich. War das nicht so? Mal gucken. Falsche Richtung. So. Drüben haben wir auch noch eine. Ich weiß gerade nicht, ob ich mehrere brauche. Ich nehme den mal noch eben mit. So. Da drüben können wir direkt den nächsten Schlüssel usen. Aber es geht ja hier noch ein bisschen weiter. So, da kommen wir hier noch eine Etage höher. Ah ja, da war es ja schon. Ja, das ist eine sinnlose Etage. Ja, ja, okay. Hab schon gesehen. Da unten müssen die drauf. Was eine entspannte Musik, ne? Unfassbar. Lö. Lö, lö, lö. So, und dann kommen wir da hoch, genau, da können wir da hochfahren. Alles klar. So. Ich finde, in Twilight Princess merkt man immer ziemlich den Unterschied, wenn man rollt, dass es da wirklich einen krassen Geschwindigkeitsboost gibt. Empfinde ich zumindest so. Mist. So. Und nach oben bitte. Gut, da sind wir in dem Raum auch. Da gibt es auch nochmal zwei Schatzkisten. Drei. Sehr gut. Und das sind einfach nur zwei von den Typen. Hi. So, Nummer 1. Mist, der hat mir eine mitgegeben. Aber hier ist schon das nächste Herzchen. Zack. So, wir kriegen drei Schatzkisten insgesamt. Darum Schluck Kaffee. So, Nummer 1. Wunderschöne Pfeile. So, den Rest müssen wir, glaube ich, hier so drüber irgendwie steuern. Erstmal den hier noch. Flasche mit Öl. Ah, das ist das, was man vom Terry-Händler, glaube ich, bekommt. Das ist gut. Endlich mal eine neue Flasche. Das ist schön. Auch wenn ich die gerne vorher schon gehabt hätte. Huch.
In der Drillhöhle. Aber wir haben es auch ohne geschafft. So, und da müssen wir jetzt, glaube ich, das Ding auf dem Schalter runter bewegen. Das wäre das hier. Und dann muss ich hier noch einen rüberwerfen, ne? Genau. So. Ach ja. Schöne, entspannte Haiya-See-Musik. Ja, Leute, der Part ist damit auch rum. Schatzkiste nehmen wir natürlich noch mit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es dann hier weiter im Zeitschrein. Also ein bisschen was können wir wahrscheinlich noch machen. Einen Schlüssel haben wir noch. Und wir bekommen nochmal 50 Rubine. Schade, damit sind wir wieder auf... Ah, wir haben ja mehr als 1000 mittlerweile. Genau, ja, dann geht es hier im nächsten Part weiter. Ich denke aber, wir haben jetzt auch schon wieder genug Sachen, um andersweitig weiterzukommen, denn wir können ja im Waldtempel, wir können jetzt in der Wüstenburg schon wieder weitermachen, wir haben das Master Sword und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir den Boss besiegt haben hier im Zeitschrein, halt vielleicht auch andersweitig wieder irgendwas in der Storyline getriggert haben. Alles möglich, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge, tschüssi.